Wir reden ja immer wieder von Funktionen, aber was ist das eigentlich? Eine Funktion ist ein Unterprogramm mit einer immer wiederkehrenden Routine, welches an verschiedenen Stellen im Hauptprogramm immer wieder aufgerufen werden kann. So muss man den Programmcode nur einmal schreiben und kann ihn immer wieder benutzen. Beim Aufruf kann man einer Funktion Werte übergeben und sie kann auch ein Ergebnis zurückliefern. Man erkennt den Aufruf einer Funktion an den runden Klammern hinter dem Schlüsselwort bzw. dem Funktionsnamen. Ein Beispiel ist die Funktion Ton aus dem letzten Video. In den Klammern stehen die Übergabewerte PIN, Frequenz und Länge, wodurch wir das Unterprogramm mit verschiedenen Parametern ausführen können. Einen Rückgabewert gibt es bei der Funktion nicht. Anders bei mathematischen Funktionen, zum Beispiel die Berechnung der Quadratwurzel. In den Klammern übergeben wir den Anfangswert, zum Beispiel 2. Die Funktion liefert das Ergebnis 1,4142 zurück. Kleiner Tipp am Rande: Standardmäßig wird eine Float-Variable mit 2 Nachkommastellen ausgegeben. Man kann die Zahl aber auch selbst festlegen. Es gibt aber auch Funktionen ohne Übergabe- und Rückgabewert. Ein Beispiel ist die Funktion Serial.end, die nichts weiter machen soll, als die Kommunikation mit dem seriellen Monitor zu beenden. Die runden Klammern bleiben dann einfach leer. Neben den Standardfunktionen, die uns zur Verfügung stehen, können wir uns auch eigene, auf unser Problem zugeschnittene Funktionen erstellen und damit den Programmcode vereinfachen. Wir sehen uns das an zwei Beispielen an, mit und ohne Rückgabewert. Ich habe eine Schaltung mit 3 Tasten und einer LED aufgebaut. Je nachdem, welche Taste gedrückt wird, soll die LED unterschiedlich oft und unterschiedlich schnell blinken. Bei der ersten Taste blinkt die LED 5-mal im Abstand von 500 Millisekunden, bei der zweiten Taste 10-mal mit der doppelten Geschwindigkeit und bei Taste 3 20-mal mit 125 Millisekunden. Die Gesamtzeit, die die LED blinkt, bleibt etwa gleich. Statt 3-mal die Blinkroutine mit unterschiedlichen Werten aufzuschreiben, könnte man diesen Teil auch in eine Funktion packen und die Werte für die Schleifendurchläufe und die Dauer an die Funktion übergeben. Wir nennen die Funktion einfach Blink. Das Schlüsselwort Void vor der Funktionsdefinition bedeutet, dass die Funktion keinen Wert zurückliefert. Es werden 2 Werte übergeben, einmal die Anzahl der Blinkzyklen und die Dauer, und zwar als Integer. Jetzt kopieren wir den Blinkcode in die Funktion hinein und ersetzen den Endwert der Laufvariablen durch die Variable Anzahl und den Delay-Wert durch die Variable Dauer. Das war's schon. Im Hauptprogramm brauchen wir nur noch 3-mal die Funktion Blink mit den gewünschten Parametern aufzurufen. Wie funktioniert das, wenn wir ein Ergebnis von der Funktion zurückbekommen wollen? Als Beispiel hier die Umrechnung der Geschwindigkeit von Meilen pro Stunde in Kilometer pro Stunde. Diese Geschwindigkeiten in Meilen pro Stunde sollen der Reihe nach umgerechnet werden. Dazu habe ich die Funktion mph to kph, also Miles per Hour to Kilometers per Hour, erstellt. Gegenüber der letzten Funktion unterscheidet sie sich in 2 Dingen. Anstelle des Wortes void schreiben wir vor dem Funktionsnamen das Datenformat des Rückgabewertes, in unserem Fall float. Dann kommt die eigentliche Umrechnung. Mit Return übergeben wir das Ergebnis zurück an das aufrufende Programm. Eigentlich hätte man dafür nicht unbedingt eine Funktion schreiben müssen, da die ja nur aus einer Programmzeile besteht, aber es ging darum, das Prinzip zu erklären.
Funktionen können uns also die Arbeit erleichtern und wir können sie immer wieder verwenden. Ich hoffe, dass ich ein bisschen zur Erleuchtung beitragen konnte. Schreibt mir eure Meinung. Bis morgen.